Ja, hallo? Ja? Alles klar. Okay, also ich soll nicht in die Ghettos gehen von Tepito? Pellegrosso? Okay, alles klar. Wir gehen trotzdem hin, oder? Freunde? So. Ich würde sagen, wir hängen erstmal auf und machen unser Ding. Mein Name ist J6 und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Mexico City. Heute gehen wir immer noch nicht in die Hood, aber wir gehen zu einem Barbershop. Ich habe mal wieder ein Haircut nötig, würde ich sagen, oder? Seiten auf Null wäre ganz cool. Ich habe schon mit den Leuten gesprochen, die meinen, ja, ich darf sie filmen. Ich darf dort auftauchen mit der Kamera und das Ganze festhalten. So, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt dahin. Mexico City. Wasser darf nicht fehlen. So, Freunde, nach einer langen Zeit und recherchieren und gucken und online und hast du nicht gesehen, habe ich mir gedacht, ich brauche einen Friseur. Es hat lange gebraucht, bis ich einen gefunden habe, aber hey, er soll sehr gut sein und er soll wirklich nur 2-3 Euro kosten. 2-3 Euro bei einem Friseur. Und wir bauen natürlich nur die Seiten auf Null. So, wir gehen natürlich rein, die bauen natürlich Maske. Die brauchen 100% eine Maske. Und ja, was soll ich sagen? Gehen wir doch einfach mal rein. Moment, ich ziehe mal die Maske an. Weil bei Friseuren hier ist das wichtig, eine Maske zu tragen, weil sie das nicht wollen ohne Maske. Ja? Und das ist ja auch sogar verboten. Wenn die Polizei hier vorbeifährt, kriege ich Ärger und sie. Das heißt, überall, wo du bist, kannst du ohne Maske rein. Außer die Läden und Friseure. Ja? Und ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt rein. Absurdes. Auch hierbei natürlich alles gesichert, weil die wirklich alle sicher gehen wollen, ja? Dass hier kein Diebstahl passiert. Kein Diebstahl. What's up, man? Ja, Freunde. Irgendwas soll mit 20% reduziert sein, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zum Friseur. Ich glaube, das ist sogar offen. Ne, der muss aufmachen. Okay. Ich bin gespannt. How are you, bro? Hi, bro. Is it okay that I came at 4 p.m.? Yes. Okay. Thank you. Gracias. Can you use the crew, please? No problem. To fit? Oh, I understand. Okay, perfect. And now? And now, please. Ihr seht, das ist sehr streng. Turn around, please. Perfect. Okay, thank you very much. So your oh, yeah, of course. Moment. Also für die Hände natürlich. Ihr seht, die sind sehr, sehr streng. Aber die haben ein besseres Konzept als in Deutschland. Thanks. No problem. Thanks. Also ich setze mich natürlich hin. Ich bin ein bisschen früh gekommen. Aber die Couch, das Ambiente sieht schon mal gut aus. Ja. Und hier sind die Kollegen. Ich würde sagen, mein Wasser stelle ich jetzt hier runter. Schon krass, wie die Steckdosen hier aussehen. Ja. So, Freunde. Ich glaube, ich brauche an den Seiten einen Trim. Ja. Ich habe schon alles perfekt gegelt, damit die nur noch die Seiten machen, mehr nicht. Und den Bart, die Konturen so. Das ist echt billig hier, Mann. Echt billig. Ich habe noch nie einen Friseur gesehen für 2-3 Euro. Zwischen 2,50 und 3 Euro. Mit Waschen, mit oben, mit alles drum und dran. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal, wenn es soweit ist mit mir. Bis gleich. Tom Hanks, der Kick. Jetzt nicht, aber jetzt gleich.
Auf die andere Seite. Nochmal das Logo von Ihnen. The Hood. Barbershop. Mexico City. Ich bin froh, dass ich diesen Barbershop gefunden habe. Ich möge mir nicht ausmalen, wenn ich einen Barbershop gefunden hätte und der verkackt hätte oder sowas. Aber es scheint so, dass sie fast alle gut schneiden können. Ich meine, ich probiere gerade den besten ersten aus. Der soll gut sein, Online-Stand, und der soll krass sein. Und ich mache keine Schnitte, nur am Anfang. Aber die ganze Prozedur mit dem Schnitt zeige ich euch alles. Entspannt euch. Und schaut euch das Video an. Ich glaube, er gibt sich jetzt auch extra Mühe, weil ich mit der Kamera da bin. Nein, der ist wirklich gut. Er wechselt auch die Seiten und schiebt mich hin und her. Cool, Mann. Ein Mann, der versteht von seinem Fach. Denn schließlich ist er professionell. Nice. Ein ganzer Haarschnitt-Video. Ein ganzer Haarschnitt. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ein ganzes Video, wo mir die Haare geschnitten werden in Mexico City. Der Typ ist so krass genau. Ist echt cool, Mann.
Ich zappel ihn zu viel rum, aber ich muss ja filmen. Wie findet ihr meine Filming-Skills? Ist cool? Sauber. Saubere Arbeit. Was meint ihr? Steht da auf Frauen oder auf Männer? Weil der hat wirklich eine leichte Hand. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber ich habe sehr, sehr viele gesehen hier in Mexiko. Hätte ich nicht gedacht. Der holt ja echt die Toten raus. Arbeitet genau, Freunde. Oh yeah, bueno, man. Man, you kill it. It's crazy. Wow. Freunde. Bueno. It's okay? Mucho bueno, mucho bueno. Freunde, er hat offiziell alle Araber gesmoked in Berlin. Wirklich. You, wow. That's crazy, wow. Wow. Ohne Scheiß, Freunde, der Typ ist krass. Neue Sache, alles clean, nice. Also Bart kannst du auch machen. Bart, also, like, Contura, no problem. Nice. Also jetzt geht's an den Bart, Freunde. Freunde, er hat alle Friseure in Berlin zerstört. Aber Moment, wir warten noch auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Alles klar. Look. Ach, okay, verstehe.
Geiler Typ. Der arbeitet so angenehm. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen Steifen bei dem. No problem. Yo, maestro, mucho, mucho maestro. Ich habe ein neues Lieblingsland, Mexiko. Seine Hände sind so leicht, so leicht. If I needed to come to speak with him right now, he would be there. I grew up in the hood. I would feel for him because I can see me. I was that kid. And it's not just X's and O's, man. That's the easy part. You kids are dealing with a ton of demons. I have those moments where I do explode. I was supposed to be in a position to help my family a long time ago. And I'm here. Sean lost his mom a week after she passed. He played for me. The toughest thing he has is my heart. I've had people tell me that I'm angry. You guys have seen the truth? I think I'm going to be the hardest part of my life. We're in the States Ammunition. Ich hoffe, die Musik vom Fernsehen ist nicht so gefährlich für meine Videos. Aber wir kriegen das hin. Der Mann hat's drauf. Thank you.
Er sagt, ich soll aufwachen. Okay. Oh wow, yes. Water. Achtung. Wow. Mucho impresivo. You made me a guapo mexicano man. Ich bin Mexikaner geworden, Freunde. Nice. Was ist hier? Si. Nochmal Haare waschen, kein Problem. Die Preise sind ja nicht wie in Berlin. Nice. Wie gesagt, hoffentlich kriege ich keinen Steifen jetzt wieder. Really nice. Next level. Er hat Hände wie eine Frau, ohne Witz. Six, nicht, dass du ans andere Ufer gehst irgendwann. Nee, nee, ich liebe Frau, meine Frau, wie ein Stück Fleisch, wie ein Hund ein Stück Fleisch liebt. Digga, der Typ ist besser als eine Frau. Nice. Ich meine, das sieht so normal aus, aber so wie er anfasst, glaub mir, schon krass. Der Typ hat was. Guckt euch lieber diese Art von Videos zum Pennen ein. Beim Schlafen. Bringt mehr für euch. Lasst es einfach laufen und entspannt euch. Bisschen spät, dass ich das sage. Adelante, por favor. Komm mit mir. Okay. Gracias. Mal sehen, was passiert. Einmal schön in die Kamera für euch. Oh, nice, nice, nice. Das Originale, ja? Suavecido. Okay. Nice, nice. Freunde, ich könnte mich gerade selber, ne? Nice.
dem geben wir ein saftiges Trinkgeld. Cool. Wow, nice. Like a model, la television. Wow, bro, you kill it. Seiten auf null. Was kommt noch? Ich bin schon vergeben, vielleicht im nächsten Leben, mein Freund. Stell dich vor, er versteht alles. Aftershave? Aftershave, nice. Nice. One more. Mm-hmm. Yeah, ich habe einen Wirbel. I got this problem. Mix spray vielleicht. Ich habe zwei Wirbel hier an den Kopf. One more. Nice. Er ist ein Meister aller Klassen. Ich bin so froh, dass ich ein dunkler Typ geworden bin. Schön am Schwanz entlang pusten, das mag ich. Nice. Bro. Bro. Freunde, Fazit. Peligroso. Yeah. Nice. Okay. It's finished. Thank you very much, bro. You are very, very talented and very strong. Yeah. Really good. And you have, thank you so much. You have like light hands, like very like light. I don't. You like? Very nice. You got light hands. Yeah, not always like, nice. Nice, nice, nice. So, wir kommen jetzt zur Stunde der Wahrheit, Freunde. Und die Frage ist, quanto cuesta? 240 pesos. 40 pesos. 240 pesos. So this in beard, yeah. ¿Abajo corte barba? Yeah. No, no dice poco de la barba, no le... ¿Puro corte? Abajo, ajá, puro corte. 240 pesos. 40 pesos. 240. Ah, 240, ok. No more. Daher, dass er ein richtig cooler Typ war, geben wir ihn ein bisschen mehr. Ja. Okay, Bro. Uno momento. Give me 60. Okay. And this is for you, okay? Thank you so much. No problem, man. You are the master, man.
No problem. Gracias. Man. Gracias, hermano. I appreciate what you did, you know? Gracias. I have much respect. Gracias. Know? Igualmente. Gracias. Much respect. Thank you very much, bro. Aha. Hey. Alles klar. Für die Hände. Okay. Cameraman. Freunde, die haben ihr Sauberungskonzept ist 1A. In Mexiko haben die wirklich ein gutes Hygienekonzept. Thank you. We have this Hygiene. The clean is better than in Germany. Yeah, because Alemann is like la 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 la. Und die Friseure, Freunde, sind crazy. And you, of course, better, much better than in Europe. In Europe, they make hair, they make very fast. Okay, okay, okay. And then they say, 20 euro, please. $30, please. It's crazy. Thank you very much once again, my friend. Muchas gracias. What's your name? Michel. Nombre? Michel. Freunde, wenn ihr nach Mexico City geht, könnt ihr Michel sehen und? Aldo. Aldo. Michel und Aldo sind die Angestellte und machen ihren Job. Ja? Im Barbershop The Hoods. The Hoods, right? Yes. Okay. Freunde, okay, die Adresse? Die Adresse ist hier. Yes. Er holt mir meine Maske gerade. Was für ein Typ, Alter. Thank you very much. Thank you, man. The Hoods is not so far, right? How they call the street? Rio Rin. Rio Rin? No, in... Number 6. Number 6, okay. Rio Rin, number 6. Entry calls Manuel... Villalongin. Villalongin y Rio Nasas. My Spanish is horrible, man. My Spanish is like, man, you know. Okay, thank you very much. Das ist die Adresse, Freunde. Kommt vorbei. Wenn ihr hier sein wollt, kommt auch mal vorbei. Ja, schaut einfach mal vorbei, okay? Thank you very much, guys. See you. Thank you, too. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. See you, bro. See you. Freunde, wir hauen ab. Er hat seine Arbeit richtig gut gemacht. Ja. Und ja, alles Gute. Und thank you very much. See you. Bye, bye. Bye, bye. Adios. Freunde, hier nochmal der Laden vom Weiten. Wir gehen nochmal ganz kurz an die Seite. Filmen wir überhaupt? Ja, wir filmen. Knappe, schlappe 50 Minuten Video. Da ist der Shop und schon wieder abgeschlossen. The Hoods. Er ist ein richtig, richtig cooler Typ. Freunde, 240 Pesos sind... Achtung. Als ich gesagt habe, wie viel? So auf dem Motto, zu viel und so. Ist mir zu viel, so auf dem Motto. Wollte ja sogar noch den Preis drücken, ohne Scheiß. Die haben sich so erschrocken, weil die dachten, das ist viel zu viel für mich, ja. Aber es ist der Hammer. Freunde, jetzt kommen wir zu dem Fazit. Einmal kurz in die Kommentare. Hat euch die Frisur gefallen? Der Haarschnitt ist super geil. Ich fühle mich super leicht. Besser als in Berlin, ohne Scheiß. Besser als bei meinem Kollegen, der Arab, ohne Scheiß. Und der Preis ist 6,50 Euro. 6,50 Euro. Ah? Yeah, yes, yes. Just fun. Ah, you too? Yeah. Oh, Mexican. Make it for you, YouTube. Yeah. Ich habe einen mexikanischen YouTuber kennengelernt. Okay, okay. Where are you from, Mexico City? Yeah. Ah, okay. Nice. Let me see. Machen wir ein bisschen commercial für ihn. Where are you from? I'm from Germany, Alemann. Really? Yeah. Oh my god. We gave you the change wrong. It's 200 for you and 60 for him. No, no, no. This is for him. Okay, perfect. Yeah. Geiler Typ, er kam sogar noch zurück. Yeah, no problem. Was für ein Typ, er kam zurück, um mir das Geld zurückzugeben. Aber nein, ich habe schon richtig gemacht. Oh, nice. It's Querdito Show. It's Querdito Show. Yes. Freunde, ein YouTuber aus Mexico City. Subscribe. Aber sofort, ihr kleinen Huins. No problem. Oh my God. Thank you. No problem, man. No problem. Alles Gute. Me and my friend here, YouTuber. My friend is big. Ayer te vi. Ayer te vi. Shake Shack. Shake Shack. Yesterday. Yeah. Ah, krass, er hat uns gestern den Burger gesehen. Shake Shack the Burger, right? Yeah. Er hat mich bei dem Burger Review gesehen gestern. Oh man, yes.
Wir waren gestern da. Yes. Geiler Typ, geiler. You speak German also? No. Ah, okay, like no, Spanisch, no, no. Ja? Alles klar, dann kann ich ja Scheiß erzählen. Okay. Boy. Ah, ist, okay, Foto, okay. Dann will mit mir Foto machen. Chicos, conocimos a un YouTuber alemán. Apenas nos conocimos. No tenemos nada, pero a ver si hacemos una colaboración entre los dos. Que pruebe dulces mexicanos. Nice, 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 nice. I can show you my friend. I can show you my friend. Er ist aufgeregt, total aufgeregt, dass er mich jetzt hier getroffen hat. Er hat mich vorher, er hat mich gestern war das. Oh yeah, yeah, wait. Come back, my friend. Oh, Ero. No Internato. Geil. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich tausche mit ihm die Digits aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Einmal Daumen nach oben. Einmal abonnieren. Und wir hören uns beim nächsten Video, Freunde. Ganz, ganz wichtig. 6,50 Euro. Und ich habe ihm dann nochmal 8 Euro gegeben oder so. Ich habe ihm insgesamt 400 Pesos gegeben. Ja? Also um die 15 Euro. So wie es gehört, so wie sich das gehört in Berlin. Okay? Der Typ... Ach ja, übrigens, war das ein angesagter Laden und der ist eigentlich sehr teuer für die Verhältnisse, ja? Und genau. Mi hermano? You know mi hermano? Wait, make a YouTuber, make a YouTuber. Mi hermano? Aha. And me. Wait. Genau. Comeback TV könnt ihr auch noch abonnieren. Und J6. Okay. Ay. Yeah. Buscar en YouTube, Camberg. You have too much memory, ja? Yeah? Okay, sein Internet dauert noch. Freunde, wie gesagt, an der Stelle ist vorbei. Ich bin erstmal draußen. Ich bin erstmal draußen. Alles Gute, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Mexico City, du hast das letzte Wort. You have the last word. Yeah, what you wanna say? It's Guerrito Show. Guerrito Show. Alright? Peace. Adios.